Chef on Air. Chef und Chefin on Air heißt heute bei uns in den Skyline Studios bei Radio Frankfurt am Freitag. Grüß dich, Ralf. Servus, hi. Ralf Hocker, gell? Jawohl. Bist du wieder fit nach dem Abend gestern? Ja, logisch. Warst du im Stadion? Nee, das habe ich nicht. Gefühlt waren wir alle im Stadion. Ne? Nadine Jäger ist auch mit dabei. Grüß dich, Nadine. Hallo, schön, dass wir hier sein können. Sehr danke gerne. Dir und vor allen Dingen danke dir für die Verweiblichung von Chef on Air. Chefin on Air. Logo, weil meine Frau ja, ist immer Chefin on Air. Sehr gut. Heute beides sogar. Sehr schön. Ihr seid von welcher Firma? Corpetry. Corpetry heißt was? Machen wir in einem Satz erstmal, weil die Stunde gehen wir natürlich näher drauf ein. Genau, der Community steht das CO, das TR für Transformation, das PE für People und das I für Innovation. Und wir bauen eine Community rund um diese drei ganz wichtigen Themen für uns alle. Chef on Air bei Radio Frankfurt mit dem Ralf Hocker und der Nadine Jäger von der Firma Corpetry. Ralf, ich würde sagen, heute holen wir das nach, was du das letzte Mal vergessen hast, dass es keinen Stress zu Hause gibt. Wir grüßen erstmal die Familie, oder? Genau, wir grüßen erstmal die Familie und vor allen Dingen als allererstes meinen Sohn. Den haben wir das letzte Mal nämlich vergessen gehabt. Genau, das war ein kleines Drama, das wollen wir nicht nochmal haben. Auf keinen Fall. Wie heißt der Sohn? Justus. Liebe Grüße, Justus. Und du hast drei Kinder, glaube ich, ne? Genau, ich habe drei Kinder. Ich habe auch eine Helena, die ist 13, die Paulina, die ist 11. Oh, und, schön. Genau, und unseren Justus. Zwei Mädels, zwei Jungs zu Hause? Nee, ein Jung. Also mit mir. Achso, jetzt haben wir drei Mädels. Zwei Mädels, drei, oh ja, stimmt. Yeah. Oh, ja. Rechnen ist ja, komm, wir geben erstmal an die Nadine weiter. Willst du auch noch jemanden grüßen, Nadine, bevor wir es vergessen haben? Ich grüße alle Kolleginnen bei uns. Ach, schön. Ja, das mal zum Auftakt hier, oder? Die sitzen nämlich jetzt gespannt vom Radio und hören zu. Du spannst den Bogen vom Privaten, mit dem wir heute mal angefangen haben, zum Business. Denn es geht heute um Folgendes, um die Firma Corpetry. Erklärst du mal ganz kurz, was dahinter steckt. Genau, wir bauen eine Community rund um diese Themen, die ich eben gerade schon genannt habe. Nämlich sagen wir mal, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, welche Technologien brauchen wir, wie gehen wir damit richtig um. Es gibt ja 50% aller Jobs, die in 20 Jahren gibt, die sind heute noch gar nicht bekannt. Welche Fähigkeiten brauchen wir dafür? Okay. Wie wollen wir geführt werden? Wir haben durch Corona gelernt, dass wir auf einmal zu Hause arbeiten. Da brauche ich vielleicht eine ganz andere Art, wie ich arbeite, wie ich führe, wie ich mit der ganzen Situation umgehe. All diese Fragestellungen, die für uns ja essentiell wichtig sind. Und die kümmern wir uns, da geben wir Ideen, Anregungen, Überlegungen. Das ist so ein bisschen der Gedanke hinter Corpetry. Deine Community rund um die Themen People, Transformation und Innovation, Corpetry. So ist das. Habe ich mir gut gemerkt. Ja, genau. Das ist ein Akronym, absolut. Seit wann gibt es euch, Nadine? Seit letztem Jahr Februar. Wir ach so, frisch seid ihr noch? Ganz frisch, genau. Ganz frisch und gefühlt irgendwie ist so viel passiert in dem ganzen letzten Jahr und jetzt... Zum Beispiel, was waren die Highlights? Oh, wir haben jetzt in 4 Wochen unser ganz großes Highlight, nämlich die Corpetry Convention. Ja, die kommt noch, über die sprechen wir noch, aber das letzte Jahr, was ist passiert, Highlight. Seitdem ihr auch schon mal hier wart, war bei uns in der Startup-Show, gell? Ja, genau, das ist der Punkt, das ist nämlich passiert. Im März, also quasi vor 14 Monaten, waren wir das erste Mal hier in der Startup-Show und jetzt haben wir dazwischen einfach tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gewonnen. Wir haben die Convention schon toll vorbereitet. Und jetzt dürfen wir einfach hier sein in der weiteren Show sozusagen. Ja? Also wenn du vom Startup rumkommst, kommst du in die Chefin, den Chef on Air. Ja, genau. Wir sind aber auch Praktikant on Air. Also wir könnten auch sagen, hier ist Praktikant und Chef on Air. Wer ist so Praktikantin? Oder? Ja, weil wir alle sind. So. Im klugen Unternehmen bist du Praktikant und Gründer und Chef und Kunde. Genau, und im Startup sozusagen machst du ja alles, ne? Ach so. Und das tagtäglich, ständig und immer. Also du bist, Ralf, du bist nicht nur Praktikant, aber auch CEO und Co-Founder, gell? Genau. Und Nadine ist COO. Was heißt das immer? COO? Würde ich sagen. Kaffeehole. Alles und genau, für alle Prozesse fürs Unternehmen, so ein bisschen im Backoffice tätig und bin sozusagen zuständig, dass die Unternehmen im Hintergrund genauso erfolgreich läuft. ist, wie er gerade ist. Damit der Laden läuft. Ja, läuft er? Absolut, läuft das. Ja. Sehr, sehr gut. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir haben jetzt knapp 20 Leute, 18 Leute. Oh, ja. Wie viele waren es anfangs? Zwei. Ihr zwei? Ja, Ralf vor, und ich. Vor 14 Monaten waren wir noch zu zweit. Wie alt bist du, Ralf? 56. Und du, Nadine? Junge 40. Junge 40. Dies Jahr geworden, wann? Oder letztes Jahr? Wann hast du 40. gefeiert? Im Juni. Das heißt, 7.6., sechs Tage nach der Convention, können wir direkt in die nächste Feierei übergehen. Du hast quasi schon die Schmerzen überstanden von der 39 in die 40. Für viele Frauen ist das ja so ein Riesending. War das für dich auch so, oh Gott, ich werde 40, ich will nicht?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Und würde ich immer sagen, 29 plus. Finde ich super. Ich auch. Ich bin immer 30. Du, Ralf? Also ich möchte nochmal sagen, dass meine 13-jährige Tochter gestern zu meiner Frau gesagt hat, Nadine, ich glaube, die ist 30. Ah, ja, das war wirklich schön. So. Ja, genau, das sollte ich dir noch ausrichten. Ach, ja. Sollte ich dir noch ausrichten. Ja. Aber das nehme ich dir auch ab, Mensch. Was ist dein Gefühl des Alter, Ralf? 29 plus. Ach, ja, das hast du ja schön abgeguckt von Nadine. Das behalte ich auch für mich. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Chef, Chefin und Herr bei Radio Frankfurt, heute mit der Firma Coppetree aus Frankfurt. Chef on Air. Chefin on Air heute mit der Firma Coppetree, mit dem Ralf Hocke und der Nadine Jäger. Ihr sitzt in der neuen Rothoffstraße mit eurem Büro. Genau. Ist das richtig? Das ist so. Bei WeWork seid ihr drin. Genau. 20 Leute. Genau. Und wir müssen das Ganze mal ein bisschen genauer erklären. Also wir haben es ja eben schon angerissen. Deine Community rund um die Themen People, Transformation und Innovation, also Coppetree. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wollt Brücken bauen. Sagt das die Themen People, Transformation und Innovation gemeinsam gedacht und diskutiert werden müssen. Warum ist es euch so wichtig? Warum diese drei Themen? Ja, wenn du dir mal anguckst, wo wir heute stehen, dann sind wir eigentlich nicht mehr in der Lage, mehr einen Bahnhof zu bauen. Wir kriegen keinen Flughafen mehr richtig gebaut. Wenn du hier mal anguckst, die letzten zwei Jahre, wo du wir... Du sprichst von Stuttgart und Berlin wahrscheinlich. So ist das, nicht, ganz genau. Nicht mit Blick auf nein, ich wollte jetzt einfach nur einmal mal zurück. Ja, ja. Das waren ja unsere Kernfähigkeiten. Ja, ja. Ja? Das ist lange her. Genau. Und wir stellen einfach fest, dass wir am Ende des Tages in der Digitalisierung auch ganz weit hinten liegen. Ja? Und jeder, der irgendwie jetzt Kinder hat, die er beschulen musste in Corona-Zeiten, hat das mitbekommen, wie weit wir sind. Und du auch, ne? Ich auch, 8, ganz 11, genau. 13, 8, 11, 13, ganz genau. Genau. So, okay. Und dann ist halt die Frage, wie schaffen wir es, dass wir eigentlich, sagen wir mal, die Wettbewerbsfähigkeit, die wir mal hatten, wiederherstellen können? Wie schaffen wir Zukunftsfähigkeit? Wie kriegen wir Fragen auch gelöst, was das Thema Klima angeht? So, da müssen wir einfach, glaube ich, einen anderen Ansatz haben. Das ist die Überlegung. Und der Ansatz ist am Ende des Tages, du brauchst ein gutes Produkt. Und da reden wir über Innovation. Mhm. Du brauchst die richtigen Rahmenbedingungen, wie man führt, wie ist die Unternehmenskultur, wie ist meine Organisation aufgebaut, dass sie agil ist, damit sie schnell reagieren kann, wenn man guckt, ja, was alles so passiert im letzten Vierteljahr. Und da brauche ich die richtigen Leute, die richtigen Qualifikationen und in der richtigen Anzahl, in der richtigen Motivation. Mhm. Das, glauben wir, sind die drei Schlüsselbereiche, damit du dich als Unternehmen und als Mitarbeitende zukünftig ausrichten kannst. Nenn mir doch mal ein paar Beispiele, so Projekte oder Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet oder für die ihr arbeitet. Ja, also wir sind ja eine Plattform, von daher sind wir für jeden offen. Mhm. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, was es geht. Mhm. Ja, dass man vielleicht, das trifft nämlich am Ende des Tages genau jeden. Wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt auf einmal in Corona-Zeiten alle zu Hause arbeiten dürfen, das ging ja vorher nicht. Mhm. Ja, das war ja irgendwie Homeoffice war Teufelszeug. Ja, auf einmal geht es für viele Bereiche, nicht wer für weiß, alle. Wer weiß, was ihr zu Hause da macht. Wer weiß, was ihr zu Hause da macht. Ganz genau. Ja. So, jetzt hast du aber das Problem natürlich, wenn du so gedacht hast, wie du es gesagt hast, dass du früher immer die Leute kontrollieren konntest und sehen konntest, was sie gemacht haben und ob sie gut waren. Und du wusstest ja auch alles besser. Mhm. Aber heute ändert sich die Welt. Es gibt so und so viele Jobs, in denen du im Zweifelsfalle gar nicht mehr besser bist, sogar vielleicht weniger weißt. Social Media etc. Ja? Weißt du, unter Umständen deine Kollegen, die 20 Jahre alt sind, viel mehr als du oder ich. Auf jeden Fall. Ja? Das kann ich auf jeden Fall abnicken. So, das heißt, wenn ich erzählen würde, dass ich sage, was sie zu tun haben, dann lachen die mich, wenn es gut läuft, aus, wenn ich aus dem Raum bin. Wenn es schlecht läuft, lachen sie mich im Raum aus. Bei mir ist zweiteres der Fall. Ja, so, genau. So, aber der Punkt ist, ich habe vielleicht Fähigkeiten über meine Berufserfahrung. Nämlich die Fähigkeit zu wissen, wie schaffe ich so etwas im Budget, wie gehe ich mit der Konfliktsituation um, wie schaffe ich es, dass das auch alles in Zeit bleibt. Mhm. Das heißt, die Art, wie ich führe oder dass ich führen muss, ist immer noch vorhanden, nur die Art ändert sich. Sie ändert sich nämlich insofern, dass ich eigentlich jemanden empower oder dass ich jemandem sozusagen die Möglichkeit gebe, dass er sich in dem Rahmen entfalten kann. Mhm. Aber den Job muss er selbst machen oder sie selbst machen. Mhm. Das ist eine vollkommen andere Art, wie man führt. Ja. Und es ist eine vollkommen andere Art, dann wie ich mich auch organisiere, wie ich Organisationen organisiere, wie die Unternehmenskultur aussieht. Ja. Und in die Richtung müssen wir reingehen in sehr vielen Bereichen, sonst werden wir von anderen Unternehmen aus anderen Ländern sehr, sehr überholt. Ja, da gebe ich dir ein letztes Beispiel. Automobilindustrie. Mhm. Wir reden in Deutschland und sind stolz auf unser Spaltmaß. Das Spaltmaß ist der Abstand zwischen Karosserie und Tür. Oder Motorhaube. Wir sind stolz darauf, weil wir sagen, wir können so geile Autos bauen, die haben ein Spaltmaß, das ist kaum ein Unterschied.
Tesla lacht sich darüber tot. Ja, weil die diskutieren nämlich und überlegen, wie schaffe ich autonomes Fahren und wie schaffe ich eine Systemarchitektur im Auto. Mhm. Und da sagen selbst Premium-Hersteller, dass die 6 bis 7 Jahre weiter sind in den USA als wir. Tesla. Genau. Und die zwar in der Kernkompetenz. 6 oder 7 Jahre alt, wie alt sind die eigentlich? Ja, aber egal. Ja, genau. Also ich will damit nur zu sagen, wir müssen den Blick ein bisschen ändern. Und das ist die Idee. Und das aus alten Denkweisen, ne? aus Traditionen, auf die wir so stolz sind hier in Deutschland, damit brechen, oder? Absolut, absolut. Und das als Chance nutzen. Ne? Und zu sehen, ja, die Welt wird nicht mehr so sein. Wir kamen aus Corona halbwegs raus und auf einmal kamen wir in die Ukraine, in den Ukraine-Krieg hinein. Ja? Also, das heißt irgendwie, dass etwas stetig ist, dass etwas die ganze Zeit braucht. Das ist nicht mehr so. Wir müssen damit leben lernen, und zwar auch in Anführungszeichen gut leben lernen und nicht verrückt werden, dass wir immer ständige Veränderungen haben. Aber wir müssen eine andere Idee haben, wie wir als Unternehmen, wie wir als Gesellschaft und wie wir als einzelne Person damit umgehen, um auch den Wohlstand hier zu halten. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter Corporate Trade. Sind wir in Deutschland nicht flexibel genug bisher? Ich finde, das hat sich gezeigt. Wir sind so stur und starr, müssen erstmal alles diskutieren und dann nochmal diskutieren und dann nochmal alle fragen und dann diskutieren wir nochmal und dann kommt vielleicht über nächstes Jahr 1000 eine Änderung. Das ist so. Und das sehen wir auch, wenn wir angucken, wie Unternehmen heutzutage eigentlich immer noch sehr viel planen. Dann planen sie bis zum Ende durch, machen sich ein sauberes Pflichtenheft, überlegen sich das im Detail. Mhm. Andere, so funktioniert es aber nicht. In der Zeit verändert sich die Welt so stark und deswegen gibt es auch andere Arten, wie man entwickelt. Also in der Softwareentwicklung beispielsweise, ja, da arbeitest du mit agilen Teams, du arbeitest in 14-Tage-Sprints, du machst einen sogenannten MVP, also ein Minimum Viable Product, also das heißt ein Minimum lebensfähiges Produkt, das entwickelst du einfach immer weiter. Mhm. Und so musst du vorgehen. Chef on Air. Kommen wir doch mal von Move Like Jagger zur Nadine Jagger. Jäger, gell? Das hast du sehr schön gesagt. Ich sag auch immer wieder Jäger im Wald. Ach ja? Genau. Ja. Schön. Oder Jäger und Sammler. Ach, das bist du auch noch. Bin ich auch. Einen Herrn Meister heiraten. Wie bitte? Ich wollte ja eigentlich einen Herrn Meister heiraten. Oh ja, die ganze Zeit habe ich nach einem Meister gesucht für einen Doppelnamen, aber es hat nicht funktioniert. Ist das dein bevorzugtes Getränk, der Jägermeister, oder was? In der Studienzeit. Ach ja, hast du es krachen lassen, ja? Wer nicht? Ich? Ach so. Doch. Siehst du? Was hast du studiert? Klassisch BWL. BWL? Ja. Ich auch. Ein Semester. Und dann habe ich gemerkt, also für mich ist das überhaupt gar nichts. Du bist Co-Founderin und Co-Founderin und COO von Corporate Tree. Wir haben eben erklärt, worum es geht. Und jetzt gehen wir endlich mal auf das tolle Event ein, das ich schon einmal erwähnt habe. Wir sind und ganz vorfreudig. Bald stattfindet. Worum geht's? Wann findet es statt? Wo findet es statt? Wer kommt da alles und wer soll hinkommen? So viele Fragen auf einmal. So viele Fragen auf einmal, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich denke auch. Also als erstes 31.05. und 1.06. Das ist das Datum, was ihr euch da draußen merken müsst. Das ist die Corporate Tree Convention in Frankfurt-Offenbach. Wir haben ein ganz, ganz tolles Industriegelände. Frankfurt-Offenbach, gefällt mir. Wunderbares Industriegelände, nämlich das Fredenhagen. Aha. Und haben uns auch bewusst für einen Industrieloft entschieden, mit einem ganz, ganz großen Outdoor-Bereich. Und wir erwarten an die 3000 Besucherinnen oder vielleicht auch nur noch 2999, wenn du da draußen kommst. Okay, okay. Und haben über 140 Vorträge, Deep Dives, Keynotes. Auf 140. sechs Bühnen, drei im Innenbereich, drei im Outdoor-Bereich. Mhm. Ein wirklich großes Meer an Liegestühlen mit Foodtrucks. Das geht auch so ein bisschen noch in die Festivalrichtung, genau. Und über 50 Workshops, das heißt, praxisorientiertes Wissen ist uns ganz wichtig. Das sind inkludiert, auch auf der Corporate Tree Convention. Und was uns wirklich, worauf wir uns am meisten freuen, sind sozusagen das Netzwerken, das Austauschen. Also jetzt nach der ganz langen Zeit, bei dem wir daheim waren und so viele Zoom-Calls, Teams-Calls und sozusagen bei uns im stillen Kämmerchen waren, nämlich endlich wieder rauszugehen, unrasiert, die persönliche Jogginghose. Genau. Ja, obenrum nicht, nur untenrum. Ja, obenrum und, Business, untenrum Jogger oder Unterbuchse. Ja. Und jetzt endlich wieder die persönliche Begegnung wahrnehmen zu können. Also wirklich auch fühlen, anfassen, miteinander sprechen, miteinander austauschen. Mhm. Und das findet statt am 31.05., 1.06. Es gibt abends eine Community Night. Und die gibt's auch noch? Ja, die gibt's auch noch. Erstmal gibt's die Fuck-Up-Nights. Was für ein Ding? Fuck-Up-Nights. Ja. Wie bitte? Ja, Fuck-Up-Nights.
Aha. Da geht's. Habe ich doch richtig verstanden. Ja, hast du. Fuck up? Ja, genau. Fuck up darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen. Aber es ist ein offizieller Titel. So. Es geht um das Thema Fehlerkultur. Also kommt eigentlich aus den USA, wo junge Unternehmen irgendwie darüber berichtet haben, wie sie gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben. Ja, weil das in den USA ist es nämlich, was ich mal als Fehler gemacht habe. Den nehme ich, der macht diesen Fehler nicht nochmal. In Deutschland ist das ja eher so ein Stigmata. Mhm. Du hast einen Fehler gemacht, du taugst nichts. Ja? Also, und das sozusagen mal so ein bisschen zu darüber zu sprechen. Das ist das eine. Das zweite muss ich auch noch sagen, kurz. Gerne, ich muss direkt dazu da auch gleich auch was sagen. Aber sag du erst Sag du, dann sage ich das andere hinterher. Fehler noch. Machen. Weißt du, was bei uns Deutschen das Problem ist beim Fehler machen? Sag. Schuld. Ja, genau. Bekloppt. Genau. Hört doch mal bitte auf damit, alles mit Schuld zu belasten. Genau. Schön. Weil wollte ich noch kurz anmerken. Genau, das ist genau auch der Punkt, über den wir vorhin ja auch gesprochen hatten. Mhm. Ja? In der Sekunde, in der ich versuche, perfekt zu sein, komm ich nicht voran. Richtig. Ja? Wenn du mit dem MVP arbeitest, ja, dann arbeitest du mit etwas, was unvollkommen ist, wissend, dass es unvollkommen ist, aber du lernst schneller. Wenn du damit zum Kunden gehst, zu deinem Kollegen gehst und das besprichst, dann ist es noch nicht perfekt, dann hast du ein Fehlerchen gemacht, dann machst du es weiter. Erfahrungswerte sammeln. Ja? Und nur so lernt man doch auch. Ja. Und nur so kommen wir vom Fleck. Ja. Ja? Also das ist eine vollkommene Abkehr von dem, was wir in Deutschland in vielen Unternehmen immer noch sehen. Und deswegen die Fuck-Up-Nights mit Leuten, die tolle Geschichten zu erzählen haben und offen darüber sprechen. Mhm. Und danach gehen wir in die Community-Night über. Mhm. Das heißt, die Urban Club Band wird abends spielen und wir machen einfach Party. Das ging 31. Mai bis 1. Juni, ja, Nadine, wolltest du auch? Genau, und ich wollte eigentlich hier noch zur Party ergänzen, dass wir haben natürlich nicht nur die Urban Club Band, sondern wir haben auch einen DJ vor Ort, wir haben eine Outdoor Band, die so ein bisschen im Whisky-Style so ein bisschen Urban auf einer kleinen Bühne spielt, und dazu gibt es einen wunderbaren Sundowner. Und so lassen wir bei strahlendem Sonnenschein den Abend ausklingen, bevor wir dann in die Halle wieder gehen und wirklich bis 1 Uhr Party machen können. Das klingt richtig geil. Muss man sich dafür anmelden, Karten kaufen oder wie sieht es aus? Ja, absolut. Musst du auf jeden Fall. Und zwar bei uns auf der Webseite, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Coppetree.com. Letzte Runde, Chef und Chefin on air hier bei Radio Frankfurt, heute mit der Firma Coppetree aus Frankfurt. 069, dreimal die 669. Ihr könnt immer noch anrufen oder eine WhatsApp schicken, wenn ihr bei diesem wunderbaren Event von euch dabei sein wollt. 31. Mai, 1. Juni im Friedenhagen in Frankfurt-Overbach. Stadtrand, Frankfurt. Sehr schön. Auf wen freut ihr euch am meisten? Also ihr habt ganz, ganz viele Menschen, die kommen, die Vorträge halten, ne? Genau. Wir haben 140 Vorträge von Keynotes über Deep Dives, wie es so schön heißt, wo du ein bisschen tiefer reingehst, bis zu Workshops, wo nur 25 Leute teilnehmen können. Ja, ja. Da ist ein Sascha Lobo dabei beispielsweise, der eine Eröffnung macht. Da ist der neue Chef der weltweiten Markets von Specialized, der Fahrradmarke beispielsweise, aber der hält einen Innovationsvortrag. Von AXA ist dem Vorstände da, die spricht über Transformationsmythen. Wir haben aber auch parallel dazu Nolo Konopka da. Der hat diesen Film Biking Borders gemacht. Mhm. Fahrradfilm. Hast du nicht, also so du guckst, kennst du nicht. Ja. Musst du mal sehen, auf Netflix läuft der. Aha. Der Typ hat gesagt, so nach dem Studium möchte er mal überlegen, was er, wie er sozial sich engagieren kann, eine Schule in Südamerika bauen. Mhm. Hat keine Ahnung vom Radfahren, hasst Radfahren, hat sich einen Kumpel geschnappt und ist 15.000 Kilometer von Berlin nach Peking gefahren. Wahnsinn. Und hat darüber im Prinzip Social Media Aufmerksamkeit gemacht und bis Ashton Kutcher ihn sogar geliked hat und hat so viel Geld eingesammelt dabei, dass er 3 Schulen bauen konnte. Und bei uns spricht er darüber raus aus der Komfortzone und selbst was machen, anstelle darüber nachzudenken, dass andere einem sagen, was zu tun ist. Ja. Nadine? Und hinzu, darf ich immer noch kurz was sagen? Selbstverständlich. Wenn der Ralf mal ins Reden kommt. Ja, wenn der Ralf ins Reden kommt. Spannend. Ne? Glück für das Thema natürlich. Ja. Der Ralf hat ja schon erwähnt, wir haben auch über 50 interaktive, praxisorientierte Workshops und über 100 Speakerinnen von wirklich grandiosen Unternehmen. Ne? Also wirklich von Bosch über BMW, über Telekom, über Otto, Veleda, Evonik. Also da freuen wir uns wirklich, wirklich sehr. Volkswagen, ADAC, wir könnten jetzt unsere... Ja, you name it. Also wirklich grandios. Coppetree.com, da schaut auf jeden Fall mal rein. Aber ihr seid doch nur 20 Leute, das ist so ein Riesenevent. Habt ihr das alles alleine gestemmt? Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Hattest du vorher noch Haare, Ralf? Ja. Ich hatte zumindest noch ein Privatleben. Ja. Okay. 31. Mai, 1. Juni, nicht verpassen. Tickets gewinnen hier bei uns oder eben kaufen unter coppetree.com. Was für Leute erwartet ihr da so? Also so als Gäste? Wen sprecht ihr an? Oder auch wen sprecht ihr mit Coppetree natürlich an? Welche Unternehmen oder
Genau, also der Ralf hat es ja vorhin auch schon gesagt, also wenn du dich grundsätzlich mit der Arbeitswelt von morgen beschäftigst, wenn du dich fragst, du tun, ja. Genau, wenn du dich fragst, wie du sie auch aktiv mitgestalten kannst oder wie du auch dein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen kannst, dann wirst du in erster Linie bei uns richtig. Und wir bewegen uns ja in den Bereichen People, also klassisch Human Resources von früher, Transformation und Innovation, Human Personal. Genau, ganz klassisch, traditioneller Begriff, Personal, Human Resources. Wir stellen hier den Menschen natürlich in den Human Mittelpunkt. Resources. Genau, ja, wir betrachten den Mensch auch nicht mehr als Ressource, ne, sondern wirklich als Mensch. Als Mensch, genau. Und das wirklich auch über alle Unternehmenslevel, über alle Erfahrungslevel und über alle Unternehmensgrößen hinweg und auch über alle Branchen. Das heißt, von Fachentscheider, Führungskräfte, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann wirst du bei uns auch auf der Plattform richtig. Corporate.com oder natürlich auch herzlichst zur Convention eingeladen. Nadine, wo kommst du her? Ursprünglich. Jawohl. Aus Deutschland vielleicht? Aus Deutschland. Ich bin in Zwickau geboren. Auch in Zwickau? Genau. Aber hört man aber mal, wohne in Heidelberg. Wohnst du in Heidelberg? Ich wohne in Heidelberg, aber aktuell nur zum Schlafen dort, weil die meiste Zeit verbringe ich natürlich hier in Frankfurt. Fährst du immer hin und her oder was? Genau. Ach komm. Doch, doch. Ja, warum der Zug ist eigentlich hier ganz in gut. Frankfurt ist doch voll schön hier. Ja, bin ich auch am Überlegen. Zumindest hier gerade bei Sonnenschein ist es wunderschön. Seit wann überlegt sie denn Nein. schon? Das war leicht geflunkert, weil meine Familie hat eine Bar und ein Café noch in Heidelberg und das ist natürlich mein zweites Wohnzimmer. Neben Frankfurt, muss ich natürlich das jetzt sagen. Kann man gelten lassen, oder? Ich genau, meine, Heidelberg ist ich jetzt auch. Auch nicht so hässlich, ganz im Gegenteil. Ganz wunderschön. Ralf, wo kommst du her? Aus Wiesbaden. Ah, schön. Ja. Wohnst du wenigstens hier in Frankfurt? Ich habe in Frankfurt studiert, wohne wieder in Wiesbaden, aber bin heute Morgen mit dem Fahrrad von Wiesbaden nach Frankfurt gefahren. Das mache ich regelmäßig. So ist das, mein Lieber. Ja. Mit dem Fahrrad? Ja. Wieso schwitzt du nicht? Ja, tue ich. Hast du ein E-Bike? Nein, 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 sowas kommt mir nicht ins Haus. Ehrlich? Ja. Also ich hasse Fahrradfahren. Wenn ich mir noch ein Fahrrad kaufe, dann ist es ein E-Bike. Wieso denn nicht? Bist du auch einer von denen, wo die Muskeln um Schmerzen schreien müssen? Also bei Schmerzen. Ja, anders geht's auch, anders geht's auch gar nicht. Doch? Ja. Doch, mein nennt Lieber. Sich Sport. Das nennt sich kein Sport. Oder Autobusfahren natürlich. Ja. Oder so. Echt, bist du so sportlich? Machst du sonst noch was in den Sportbereich? Ja. Tennis und Yoga. Ach, cool. Ja, genau. Machst du auch Gesichtsyoga? Demnächst kommt eine Dame zu uns, die macht Gesichtsyoga. Da musst du ja schon mal lachen, Nadine. Gell? Ja. Was sind deine Hobbys, Nadine? Auch Sport? Früher. Ich dachte, Jägermeister trinken war früher dein Hobby. Ja, das hat sich dann so vom Jägermeister trinken in den Sport und jetzt in Corporate gewandelt. Aha, aber ich bin ja, wenn du mich siehst, nicht die Kleinste. Das heißt, ich habe viel Beachvolleyball gespielt. Ach, und, geil, ich genau. auch. Ja, wirklich. Aber nur so zum Spaß und zum Trinken Mensch, und zum danach dann musst du mir gemeinsam die Plätze, duschen gehen. Musst du mir die Plätze hier in Frankfurt mal zeigen. Laut gesagt. Sehr gerne, sehr gerne. Ich verstehe dich. Corporate. Unsere Gäste heute gewesen, Mensch, die Zeit ist ja von geflossen. Jetzt 10 vor 1 haben wir schon. Schön, dass ihr hier wart. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Sehr, ja, danke schön. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut weiter nach unter corporate.com und kommt auf jeden Fall zur Convention.